Ja, hallo liebe Lebensfreude-Event-Now-Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, dass ihr schaut und dabei seid bei einem wunderbaren Interview, was wir hier in einem virtuellen Raum führen können. Und zwar ist zu mir gekommen Eva Maria Mora. Herzlich willkommen, Eva Maria. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, für uns hier ein Interview zu geben. Das ist irgendwie ganz unglaublich. Du sitzt in den Staaten und ich sitze in Lübeck-Travemünde und wir begegnen uns hier im Chat. Das ist doch toll mit der Technik. Ja, hallo Britta, danke für die Einladung. So kommt man sich näher und ich glaube, das ist auch so, gerade in der jetzigen Zeit, bei allem auf Distanz gehen, es gibt immer zwei Seiten, kommt man sich auch näher. Ja, ich bin in Phoenix, Arizona. Ja, wunderbar. Und es ist fast so, als wenn wir an einem Tisch hier sitzen, an meinem schönen großen Tisch hier. Und das finde ich ganz toll. Wir haben beide was zu trinken und ich mache mir einen schönen Abend und du machst dir einen schönen Morgen. Miteinander. Eva Maria, du hast, nachdem wir ja so ein bisschen lahmgelegt wurden hier mit unseren Messen, haben wir gedacht, naja, irgendwie, jetzt brauchen uns die Leute, jetzt haben die Leute Zeit, jetzt sind sie im Umbruch, jetzt passiert hier was. Und du hast dich sofort bereit erklärt, das fand ich ganz toll, mit uns diese Lebensfreude Events Now, dieses Produkt oder dieses Forum in Gang zu setzen und hast dich sofort für ein Interview zur Verfügung gestellt. Das finde ich ganz große Klasse. Und ich muss auch sagen, es kommt sehr gut an, diese neue Plattform, wenn ich das so sage. Wir hatten diese Idee ja schon lange und jetzt können wir sie mal umsetzen, weil jetzt haben wir ja Zeit. Wir nutzen also die Krise als Chance. Und erst möchte ich dich kurz vorstellen. Wir kennen uns, glaube ich, noch nicht persönlich, aber du hast ein riesengroßes Team in Deutschland aufgebaut und davon sind viele auf den Messen, davon viele aus deinem Team und stellen deine Methode vor. Du hast ganz viele Ausbildungen, du hast ganz viel gemacht, du bist unter anderem Heilpraktikerin, du hast, bist Autorin, hast 7 Bücher geschrieben, du machst viele Meditations-CDs, du bist Coach, Medium. Aber das bist dir ja nicht in die Wiege gelegt worden, sondern du bist durch eine Krankheit auf den Weg gekommen. Und ja, magst du so ein bisschen von dir erzählen, wie das gekommen ist? Ja, da müssten wir jetzt mal die Uhr eine ganze Weile zurückdrehen. Du hast das Stichwort gesagt, Krise. Auch als Chance. Wie gesagt, wir sind auf der Erde, da gibt es Polaritäten. Nichts ist nur gut oder nur schlecht. Es kommt darauf an, wie unsere Perspektive ist. Ja. Im Moment ist es natürlich so, wenn man betroffen ist, wirklich auch schwer krank ist, so wie ich das damals war. Der Arzt hat gesagt, ich gucke hier auf die Werte, Sie haben noch 4 Wochen zu leben. Und mein Sohn war 6 Monate alt. Das war nicht die Diagnose, die ich hören wollte. Ich konnte dann erstmal eine ganze Weile gar nicht mehr arbeiten. Ich war als Top-Management-Beraterin in der größten europäischen Unternehmensberatung tätig und bin dann erstmal, ja, ausgefallen. Standstill, nichts ging mehr. Ja? Eine Einweihung, wie ich das heute nenne. Aber das war vor über, warte mal, ja, knapp 25 Jahren, ja. Damals war mir das noch nicht so bewusst. Und was habe ich gemacht? Ich habe natürlich gebetet. Ich wollte nicht sterben. Ich wollte, dass mein Baby seine Mama hat. Natürlich. Und ich habe gebetet und dann kamen Engel zu mir, die ich auch wahrgenommen habe. Ich habe gesagt, wer guckt mich denn jetzt hier so an in dem Raum? Ich habe die Präsenz gespürt und habe hochgeguckt und dann stand vor mir ein riesengroßer weißer Engel und hat mit mir kommuniziert. Und ich habe mich erinnert, dass ich das in der Kindheit schon gemacht hatte, aber das war so ein bisschen im Business, in der Businesswelt untergegangen. Und ich glaube, es geht vielen so, dass sie im Stress, im Alltag ihre angeborenen medialen Fähigkeiten nicht so nutzen. Und dann bin ich mit Hilfe der Engel auf den richtigen Weg gekommen und es ging mir besser. Und ich habe dann reflektiert, will ich wirklich so weitermachen?
im Stress durch die Gegend jetten und arbeiten und irgendwie sehen, dass ich auch das mit Muttersein vereinbaren kann. Das war eine große Herausforderung. Und ich habe dann parallel viele Seminare gemacht, wie es so üblich ist. Man wird wachgerüttelt. Also, trotz kurzer Internetausfall, ich habe gesagt, man wird wachgerüttelt und vielleicht hört man das jetzt hier auf der Aufnahme, die ich habe, ein bisschen besser. Ich habe gesagt dann auch, das war nicht die letzte Einweihung. Es gibt immer mal wieder verschiedene Stufen. Erstmal wird man laut wachgerüttelt, so wie im Moment die ganze Welt wachgerüttelt wird durch eine riesengroße Krise. Unmögliches ist jetzt passiert, weil viele Menschen denken, ja, mir kann das nicht passieren, dass da was da in der Zeitung steht, die Leute lassen sich scheiden, die haben Autounfälle, die sind arbeitslos, die sind am Virus erkrankt. Naja, ich ja Gott sei Dank nicht. Nein, diese Krise betrifft uns alle, weil es darum geht, dass die ganze Menschheit jetzt wachgerüttelt wird, aufwacht, hinschaut. Wollen wir alle so weitermachen wie bisher? Oder gibt es noch andere Ansätze, andere Möglichkeiten, das Leben zu leben, mit dem Planeten umzugehen, miteinander umzugehen? Du nennst es eben Einweihung, ne? Du nennst diese Krise eine Einweihung. Was ist denn ein Einweihungsweg? Wie kann man sich das vorstellen? Oder wie können wir das nutzen? Also es ist ja, ich frage mich immer, wenn irgendwas ist, dann kann ich zwei Arten machen. Ich kann darüber meckern, ne, und sagen, oh, und mich hinsetzen und sagen, so, die anderen haben Schuld und alle sind blöd und die haben das beschlossen. Aber was bringt es? Das nützt ja nichts, davon ändere ich. Oder ich kann es nutzen, sagen, wo ist mein Weg? Was kann ich draus machen? Wo kann ich, also ich habe mich gefragt, wo kann ich unterstützen? Wen kann ich unterstützen? Was kann ich dafür tun? Und das macht mir Freude und das gibt mir Energie und dadurch geht es mir gut. Also ja, absolut. Also wir alle sind auf dem sogenannten Einweihungsweg. In früheren Zeiten, in den sogenannten Mysterienschulen, wurden Menschen in ein Kloster aufgenommen und sind durch schwere Prüfungen absichtlich geführt worden. Zum Beispiel in Ägypten, durch die Feuerprüfung, durch die Wasserprüfung, Erdprüfung, Luftprüfung. Sie wurden in ein Krokodilbecken geschmissen und mussten sehen, wie sie da wieder rauskommen. Natürlich nicht einfach so, sondern nach jahrelangem Training und Vorbereitung. Und wir alle wurden vorbereitet auf die Prüfung. Manche haben kleinere Prüfungen, manche haben riesige Loslass- und Herausforderungsprüfungen auf unserem Weg der Einweihung. Nur wenn wir sie als Prüfung und Einweihung verstehen und wissen, es ist da auch noch die andere Seite, die Chance, die damit verbunden ist, auch wenn wir sie jetzt nicht sehen können, dass wir sagen, okay, ich kann es jetzt nicht sehen, ich konnte das auch nicht sehen, als ich todkrank war und andere Krisen hatte, konnte ich es noch nicht sehen, aber nach und nach habe ich Vertrauen gewonnen und gesagt, okay, auch wenn das jetzt ein Riesenproblem zu sein scheint, da gibt es Licht am Ende des Tunnels und der Weg geht dann vielleicht anders, als ich gedacht habe. Und das ist ein Stichwort, denn wir denken, es müsste so sein, es müsste so sein. Alles ist kopfgesteuert. Ja. Der Einweihungsweg bedeutet, dem Herzen zu folgen, Liebe wieder zu leben. Und Liebe ist die Seele, also den Weg der Seele zu gehen. Das heißt, den Einweihungsweg bewusst zu gehen. Wie kann ich mir das jetzt praktisch vorstellen? Also nur mal angenommen, es hat jetzt jemand erwischt, der ist arbeitslos geworden oder hat ein Unternehmen, was total lahmgelegt ist und weiß gar nicht, wie er das finanzieren soll. Oder ist in Kurzarbeit und die Kinder sind zu Hause. Oder es sind ja so Sachen, die kommen einfach auf einen zu. Was mache ich denn dann, wenn jetzt erstmal meine Welt Kopf steht? Was sind die ersten Schritte? Was kannst du da empfehlen?
Also ich habe ja viele Hilfsmittel entwickelt für die Menschheit in den letzten 20 Jahren und bin auch jetzt geführt worden, dass gerade zu diesem Zeitpunkt ein neues Buch von mir erscheint, wo es darum geht, Lebenskrisen zu meistern, Seele zu erfahren und dann Liebe zu leben. Und das ist durch mich gekommen für die Menschheit. Das kann ich empfehlen, in die Hand zu nehmen. Jede Einweihung ist auf einer anderen Stufe. Jede Lebenssituation ist unterschiedlich. Du hast gesagt, einige Beispiele genannt. Da kann man keine pauschale Antwort geben, sondern man kann sagen, das Einzige, was pauschal ist, aus der Angst in die Liebe zu kommen, um es mal auf den Punkt zu bringen und abzukürzen, aus der Angst in die Liebe zu kommen. Ich führe solche Beispiele an, wo die Welt zusammengebrochen ist. Damit fängt das Buch an. Ja, eine Frau kommt vom Seminar nach Hause und ist auf dem spirituellen Weg, ihr geht's gut. Und was findet sie? Ihren Mann im Bett mit der besten Freundin. Da bricht auch die Welt zusammen. Ja? Es gibt viele Arten von unmöglichen Situationen, wo man gedacht hat, das kann mir nie passieren. Andere erleben schwere Krankheiten. Und es fängt an mit der Gegenwart, wo man sich wiederfinden kann. Es führt dann aber selber auf diesen Einweihungsweg. In dem Buch sind über 22 praktische Übungen drin, wo man schauen kann, in welcher Stufe der Einweihung befinde ich mich. Was kann ich denn jetzt tun? Welche Übung kann ich machen? Es sind Meditationen drin, die kostenlos dann auf meiner Webseite sind für die Leser, dass wir Handwerkszeug haben, durch diese Situation zu kommen. Und wir erfahren an einer Geschichte, das ist eben mehr fast wie ein Roman, eine Geschichte von gechannelten Charakteren aus Ägypten. Wie war das denn da in der ägyptischen Mysterienschule? Durch welche Prüfung sind die gegangen? Und wieso hat das mit heute zu tun? Und wie kann ich, wir gehen ja nicht ins Krokodilbecken, aber wir haben alle sogenannte innere Krokodile. Wir haben die größten Ängste und die sind auch immer unterschiedlich. Und die dürfen wir uns im Moment gerade angucken, unsere größten Ängste. Und dann geht es weiter mit Lemurien, ja, auch nochmal eine andere Zeitdimension, würde ich dazu sagen. Und wie das alles zusammengehört und wie man von der Angst in die Liebe finden kann, da habe ich was für alle Leser, ja. Das Buch heißt ja auch Der Weg der Einweihung. Das heißt Der Weg der Einweihung, ja. Das war ja vorher schon empfangen. Was trotz vieler Arbeit hast du ganz mit Hochdruck an diesem Buch gearbeitet, aber du wusstest noch gar nicht warum. Und jetzt, zack, erscheint es, ne? Also ich wusste schon warum. Ich bin selber durch schwerste Einweihung gegangen, durch ganz tiefe, schmerzhafte Zeiten. Und ich wusste, dass es dazu gehört. Alle wollen ja die neue Welt und das goldene Zeitalter, die Geburt der neuen Erde. Ja, das da reden ja viele von. Das kennst du ja von den Messeausstellern und den Vortragenden. Genau, nur eine Geburt der neuen Erde, wenn man jetzt sich einen Vulkan vorstellt, der explodiert, ja, da kommt Lava raus und dann kommt erst die neue Erde. Es ist nicht so, ach, es ist nichts passiert. Der Vulkan, der vernichtet auch erstmal alles, was drumherum ist. Mhm. Nichts bleibt mehr so, wie es war. Weil manche fragen jetzt, wann ist es denn wieder normal? Wann können wir denn so weitermachen wie bisher? Never. Nee, es geht nicht darum, so weitermachen wie bisher. Und es wird nicht möglich sein für viele Menschen. Und somit werden sie geschubst, ja, auch wenn es schmerzhaft ist. Ich kenne das. Und ich wusste von daher, dass viele Menschen durch
tiefe Lebenskrisen und Einweihungen gehen werden. Das habe ich auch überall in Artikeln geschrieben, die ich regelmäßig für Welt der Spiritualität, zum Beispiel für das Magazin und andere schreibe. Da kann man nicht sagen, ja, die Planeten stehen so und so und dann geht es mir gut und im Sommer finde ich meinen Lebenspartner. Nee. Wir gehen erstmal durch riesige Einweihungen und nichts bleibt so, wie es war. Von daher habe ich viele Jahre an dem Buch gearbeitet und meinem Verlag das vor 2 Jahren vorgestellt, das Konzept. Und so lange dauert das, bis das bei einem großen Verlag durch alle Instanzen durch ist, ja, vom Vertrag unterzeichnen bis dann Manuskript und so. Das dauert. Das ist nicht so entstanden, ach ja, hoch, jetzt haben wir eine Krise, jetzt muss ich mal in 2 Wochen ein Buch fertig haben. So geht das nicht. Das dauert jahrelang, wenn man was Tiefgründiges erarbeitet. Und das habe ich. Und das ist jetzt zu kaufen, das ist jetzt zu bestellen. Ne? Man kann es ja kaufen und es ist, glaube ich, auch mit einer Meditations-CD. Ne? Ja, genau. Es gibt dazu, die gehört dazu, wenn man es wirklich ins Leben integrieren möchte, was ich wirklich empfehle, ja, gibt es eine wundervolle Meditations-CD, die aufgenommen wurde, auch mit meinem Freund Eolia, der hat die Musik gebracht, der auch sehr bekannt ist und die Solfeggio-Frequenzen wirken im Hintergrund der Musik und die gechannelten Energiefrequenzen helfen den Menschen, sich energetisch zu reinigen, loswerden von diesen ganzen Ängsten, von diesem Schweren, von diesem Schmerzhaften, dann mit den Engeln, den 7 goldenen Engeln der Liebe wirklich wieder auf eine andere Frequenz zu kommen. Und dann ist noch was ganz Besonderes, das ist neu, das habe ich bis jetzt auch noch nicht in meine Arbeit integriert gehabt. Es geht dann um die Heilung im Heiltempel der Seele. Das heißt, dass durch die Kraft der Seele energetische Stammzellen im Körpersystem aktiviert werden. Und Stammzellen haben die Eigenschaft, die können sich in alle anderen Zellen, die gebraucht werden, im Körper, in den Organen, Körperteilen, egal wo, verwandeln. Und somit ist das, dass wir eben nicht mehr das Alte kopieren, sondern mit der Energie der Stammzellen, der energetischen Stammzellen, was Neues schaffen und gesund sind. Darum geht's. Oh, das ist schön. Also so ein Refreshing, Zellrefreshing. Gut. Sehr gut. Ja, es ist eine Chance. Es ist wirklich eine Riesenchance. Und ich denke, so komisch es auch ist, auch gerade für mich als Veranstalterin von großen Events, ich habe das trotzdem ein gutes Gefühl dabei, dass es eine Riesenchance ist, etwas Neues zu installieren. Ein neuer Umgang miteinander. Ich merke das schon hier. Die Leute sind zwar ein bisschen zurückhaltend, aber wie dankbar die sind zu den Kassiererinnen, die werden gelobt, danke, dass sie für uns da sind. Also es entsteht was Neues und ich finde das sehr schön, ein bisschen mehr Respekt voreinander, man guckt mehr aufeinander. Ich merke das selber, ich merke jetzt erstmal, wie getaktet ich war, Körper, was ich alles zack, 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 ne, so. Und plötzlich gehe ich durch den Park und ich denke, es ist ja wie früher. Ich sehe die an dem Mond. Es ist ja jetzt Frühling bei uns. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns ist ja, sprießt es jetzt ja richtig. Es wird jetzt gerade warm. Die Knospen gehen auf, ne. Und ich höre die Vögel wieder singen. Ich habe hier mal so ein Amselpaar, die hatte ich auch sträflich vernachlässigt. Jetzt kommuniziere ich hier wieder, wenn sie durch den Garten hopsen. Also ich bin so runtergekommen. Es tut so gut. Es tut auch irgendwo richtig gut. So ein absolutes Entschleunigen. Und ja, du sagst ja auch Schicksalsschläge, Lebenskrisen, Chance für spirituelles Wachstum. Das ist das, was du erlebt hast und auch was du lehrst. Ne? Ja, absolut. Dass wir bewusster werden. Und nicht so tun, als könnten wir nie krank werden, als könnten wir nie sterben. Die meisten Leute aus Angst vor dem Tod, weil sie nicht wissen, was dann kommt. Und ich bin ja auch Medium, also ich kann mit den Seelen
auf der anderen Seite kommunizieren und andere Menschen können das auch. Das ist jetzt keine super besondere Gabe. Nur dazu darf man auch entschleunigen und ich bilde auch dazu aus und habe vielen Menschen geholfen in solchen Situationen, wenn sie eben Angehörige verlieren. Und am schlimmsten ist, die eigenen Kinder zu verlieren, was man da machen kann. Wie wir wissen, wir leben weiter. Es gibt keinen Tod. Die Liebe geht nie weg. Wir sind alle miteinander verbunden und eben nicht getrennt und können nicht mehr so weitermachen und auch global nicht denken, ja, was in dem Land passiert, hat ja mit uns nichts zu tun. Klimawandel, naja, bei uns ist ja noch ganz schön. Nee, das ist, wir sind alle miteinander verbunden und diese Aufmerksamkeit, die ist jetzt gebraucht. Ja, ja, es scheint so, es ist ganz interessant, als ob den Leuten jetzt erst einfällt, dass sie sterblich sind. Also es ist so logisch irgendwie, wir werden geboren und wir gehen von dieser Erde. Ja. Plötzlich wird Gott, da ist schon wieder einer gestorben. Ja, jeden Tag sterben in Deutschland 2200 Leute, so war es jedenfalls bisher. Und plötzlich ist das Ganze ein Drama. Also, ist ganz interessant. Der Tod rutscht so ins Bewusstsein. Also, ich habe heute ein Gespräch mit einer Bekannten, einer Freundin geführt und die hatte auch Krebs. Ich hatte auch Krebs. Und von daher hat sie gesagt, na, wir wissen, bei uns war der Tod ja schon mal ein bisschen näher dran. So. Genau. Ne? Da hat man sich, mit 27 hatte ich das damals, da habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt, mit dem Tod. Und ich fand den gar nicht so schlimm. Also da hatte ich jetzt nicht so eine Angst vor. Aber es ist ja auch bei jedem anders. Aber es ist nun mal einfach so. Und jetzt ist doch die Frage, was mache ich hier mit den paar Jahren, die ich hier auf der Erde habe? Ne? Ja. Was mache ich hier? Wie nutze ich sie? Ne? Und ist es wirklich dran, die in Angst und Bekümmernis und Sorge zu verbringen? Oder sage ich lieber, komm, ich habe hier noch vielleicht 30 Jahre, vielleicht habe ich auch nur noch 10, vielleicht habe ich auch nur noch 2, ich weiß es ja nicht so genau. Da mache ich es mir doch, lasse ich es mir doch gut gehen. Ne? So. Und bin für andere da. Also das ist so mein Ansatz. Und du sprichst ja auch über Schöpfung und Schöpferkraft und eine neue Welt. Was meinst du damit? Ja, die Schöpferkraft ist die Kraft der Seele. Und man hört immer so Körper, Geist und Seele. Es gibt Shampoo für Körper, Geist und Seele. Und keiner weiß eigentlich richtig, was ist denn Seele? Und noch weniger wissen oder identifizieren sich mit der Seele. Sie identifizieren sich mit einer Rolle, die sie spielen. Und da stelle ich in meinen Seminaren, zum Beispiel in Quantum Engelheilung, von Anfang an erstmal die Frage, wer bist du? Wer bist du? Und da kommen alle möglichen Antworten, was weiß ich. Ich bin Sylvia, ich bin Hausfrau, ich bin Geschäftsführerin, ich habe hier und habe da. Aber wer bist du, dass du wirklich Seele bist und in einem Körper inkarniert bist, der irgendwann vielleicht krank wird oder irgendwann nicht mehr da ist, aber dass du Seele bist und mit diesem Seelenbewusstsein, dass die Kraft der Liebe, wirklich powervolle Kraft, dass du mit diesem Seelenbewusstsein deinen Körper heilen kannst, mit diesem Seelenbewusstsein als bewusster Schöpfer unterwegs sein kannst und das Leben so kreierst, bewusst, wie es zum besten Wohle aller ist, auch zu deinem besten Wohl, ja, wie du sagst, ne? Du machst dich schön und genießt den Sonnenschein und du gehst bewusst in den Park mit deinem Hund, nehme ich mal an, ja. Und genießt das, ja, und das ist bewusst unterwegs sein und was kann ich denn tun, um anderen zu helfen, also das ist dann eine höhere Stufe der Bewusstheit, ja, und da kommt dann Cosmic Recoding rein, dass wenn wir bestimmte Codes noch im System haben, die sagen, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht fähig, das zu machen, ich kann ja doch nichts machen und jetzt habe ich meinen Job verloren, geht gar nichts mehr,
Nein, wenn wir uns nicht damit identifizieren, sondern erkennen und fühlen unsere Schöpfung. Ja, also es gibt viele Beispiele, wo Menschen mit Angst und Panik das Haus nicht verlassen können. Ich erinnere mich an eine Teilnehmerin in Cosmic Recoding, die konnte das Haus nicht verlassen. Sie hatte Angst und Panik. Früher war sie Krankenschwester und irgendwann ist sie in diese Angst- und Panikkrankheit, wie man vielleicht sagen könnte, reingefallen. Da haben keine Ärzte, Therapeuten oder Medizin geholfen. Dadurch, dass sie das dekodieren konnte, die energetische Information in ihrem System, konnte sie dann wieder aus dem Haus. Mittlerweile ist sie auch auf Messen unterwegs, auch auf der Lebensfreude-Messe als Coach unterwegs, fährt Auto und hat ihr Leben wieder nach Jahrzehnten als Gefangene in der Energie der Angst im eigenen Haus. Andere Menschen hatten chronische Schmerzen, sind in mein Seminar gehumpelt, hatten Spezialschuhe, konnten nicht richtig laufen, mussten diese Schuhe unter der Dusche anziehen, weil sie sonst Schmerzen hatten. Und nach dem zweiten Tag standen die Schuhe unterm Stuhl und die Teilnehmerin hat mit uns getanzt und ganz vergessen, dass sie jemals chronische Schmerzen hatte. Also wir sagen dann immer, es sind Wunder, aber wir können auch erklären, warum diese geschehen. Weil wir sind Energiewesen. Und ich glaube, du kennst sicherlich auch die Arbeit von Dr. Emoto mit den Wasserkristallen. Ja, der hat das sicher... auf der Lebensfreude-Messe. Super. Ja. Der hat das ja gezeigt. Und da sind wir ihm alle dankbar, dass wenn das Bewusstsein in die Wasserkristalle kommt, dann haben die eine bestimmte Schwingungsfrequenz, dann hat er die eingefroren und dann hat man die Muster gesehen der Wasserkristalle. Alle sahen anders aus. Liebe sah anders aus als ich hasse dich oder Heavy Metal sieht anders aus als ein Gebet von einem buddhistischen Mönch. Ja. Und somit ist die Schwingungsfrequenz, das Bewusstsein im Körpersystem ausschlaggebend dafür, wie wir aussehen, wie wir leben, wie wir uns wohlfühlen. Das sind alles Informationen und Bewusstsein. Und wir wissen ja, dass wir zum großen Teil auch aus Wasser bestehen. Wir tragen dieses Bewusstsein in uns, diese Informationen, nicht bewusst, die meisten unbewusst. Wir können die aber ändern. Und so wie die Wasserkristalle sieht dann auch unser Leben anders aus, weil wir die Schwingungsfrequenz und somit die Schwingungsmuster verändert haben. Also diese Wissenschaft ist Basis für Cosmic Recoding. Ja. Also du hast Quantum-Engel-Heilung entwickelt, du hast Cosmic Recording entwickelt, du hast ein großes Netzwerk in Deutschland und Europa. Du bist selber auch ab und zu hier. Und ja, immer. Ähnlich auch, das ist sehr schön, da findet man wahrscheinlich die Information noch auf deiner Webseite. Ne? Also wir machen schon sehr, sehr lange online, weil ich eben in Phoenix, Arizona lebe. Ja, das ist die meiste Zeit des Jahres. Ich bin Deutsch-Amerikanerin mit einem amerikanischen Mann verheiratet. Und wir sind live im Sommer meistens in Europa, in verschiedenen Ländern unterwegs, viel in der Schweiz. Und wir haben Retreats und alles Mögliche, aber immer online. Also ich bin das ganze Jahr mit der Community online verbunden, in verschiedenen Webinaren, in allen möglichen Events, Facebook und so, Social Media sowieso schon lange. Und die Distanz hat keine Rolle gespielt. Und es hat sich, also mindestens schon seit 10 Jahren machen wir Online-Events. Ja, toll. Und jetzt kommt es in aller Munde. Und also man kann dich persönlich kennenlernen, man kann dich persönlich übers Netz kennenlernen. Und ja, gibt es noch irgendeine Botschaft, die du jetzt mal so mitgeben magst, so zum Abschluss unseres schönen Talks für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer? Ja,
Eine Botschaft. Ich bin dankbar, dass ich meine Botschaft teilen kann, die mir und vielen anderen Menschen geholfen hat. Und ich wünsche sehr, dass alle, die hier zuhören, zuschauen, in ihrem Herzen eine Resonanz darauf spüren und dann aktiv werden und sagen, okay, ich gucke mir das mal an. Zum Beispiel auf der Webseite von mir gibt es 20 verschiedene kostenlose Meditationen. Ich gucke mir das mal vorsichtig an. Ja, mal mit einem großen Zeh ins Wasser. Und ich weiß, man braucht Vertrauen, es gibt so viel. Und fühle in meinem Herzen und schaue und suche meinen Weg und folge dabei der Kraft der Liebe, die in allen von uns ist. Und sehr gerne treffen wir uns auf diesem Weg. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ja, danke dir, Eva Maria. Ich weise noch mal kurz auf das Buch hin, Der Weg der Einweihung von Eva Maria Mora. Ist erschienen im Ansata Verlag, Dein Weg der Einweihung und dann die Lichtmeditationen für Deinen Weg der Einweihung. Ja, danke dafür. Genau, wunderbar. Gerade rechtzeitig, also ihr könnt das bestellen und euch auf der Webseite informieren und ja, es gibt viele Möglichkeiten. Vielen Dank, dass du so tolles Wissen teilst. Es muss ja auch einer in diese Welt bringen. Es ist ja immer, viele spüren etwas oder haben Ideen, aber das Umsetzen, die Praxis und konstant daran arbeiten, das ist sehr wertvoll. Vielen Dank dafür, Eva Maria. Vielen Dank für dein Wissen.